Hey Leute, ich mache jetzt das Review zu Claudia Wolf. Ja, ich habe jetzt ein bisschen gewartet und ein paar haben eben geschrieben, dass sie zuerst Claudia haben wollen und ja, war mir eigentlich klar. Okay, fangen wir an mit der Box. Die schaut so aus. Eigentlich genau die gleiche wie von Elisabeth, nur dass eben Claudia drauf ist. Genau, also hier ist die DVD von Fright's Camera Action. Hier steht noch DVD 2014. Dann hier ist das Monster High Logo. Monster High. Totenkopf. Hier ist die wunderschöne Claudia. Hier steht Claudia Wolf, Daughter of the Werewolf, Hollywood. Und hier steht nochmal Fred's Camera Action. Ja, der Hintergrund ist, wie bei allen Fred's Camera Action Puppen, dieser Eingang mit dieser Tür und diesen Absperrungen, wo man Lichter und Fotografen und was weiß ich nicht alles sieht. Und dann ist hier noch so ein Stern, der ein bisschen tropft. Und ja, hier oben steht dann nochmal der Name Claudia Wolf. Und ja, dann auf der Seite steht auch nochmal Monster High. Wieder hier mit so, ja, keine Ahnung, was das sein soll, was halt leuchtet. Und ja, mit einem Spinnennetz. Und die Rückseite schaut so aus, wieder mit so Scheinwerfern und Lichtern und ja. Und Monster High Logo und wieso hier zerrissen. Voll cool. Und die Rückseite schaut so aus. Monster High, Be Yourself, Be Unique, Be a Monster. Claudia Wolf, Daughter of the Werewolf. Dann ist hier nochmal Claudia. Oh, ich liebe sie und ich bin so mega happy, echt. Ja, dann ist hier, steht hier ein bisschen was über sie. Ja, sie ist 19. Und ja, genau. Ja, dann Fred's Camera Action und dann hier nochmal ein Text auf Englisch, worum es so ungefähr in dem Film geht. Und ja. Genau, das war die Verpackung. So, kommen wir zu Claudia. Okay, Claudia kommt mir ein bisschen vor, als ob sie dünkler von der Haut ist wie ihre Geschwister. Ich weiß nicht, kann auch täuschen, ich weiß nicht. Ja, also sie hat richtig gelbes Haar, also richtig gelb, zu einem Seidenzopf gemacht. Richtig schön gelockt, also ich habe sie ein bisschen durchgekämmt, weil sie ja noch so ein bisschen verpappt waren von der Verpackung. Dann hat sie hier eine Strähne. Die ist lockig. Nach hinten. Und dann hat sie hier auch nochmal eine Strähne nach hinten gemacht und auch lockig. Sehr schön. Ich kann sie auch so ein bisschen nach vorne machen. Sieht auch toll aus. Dann hat sie eine Brille, also auf dem Kopf. Die ist schwarz, ein bisschen durchsichtig. Glaube ich, hier eine Tatzenpfote drauf. Ich habe keine Ahnung. Ja, die hat so ein schwarzes Gestell und ist halt eben schwarz, durchsichtig leicht. Dann hat sie hier einen schwarzen Ohrring. Und auf der Seite finde ich besonders süß. Ich weiß, durch die Kamera sieht man es, glaube ich, jetzt nicht. Das ist ein Kleeblatt. Das ist total goldig. Ich finde das so süß. Ja, dann ihr Make-up. Sind drei Schichten von Farbe eigentlich. Oben ist gelb, in der Mitte ist so ein dunkles Rot und unten Orange. Dann hat sie hier unten am Auge nochmal ein Rot. Sie hat richtig gelbe Augen, also so, ja doch, richtig gelb. Hammergeil. Ja, und ich mag ja ihr Gesicht, also ich, mögen ist eigentlich untertrieben, ich liebe es. Sie hat roten Lippenstift. Und richtig schöne weiße Zähne. Ja, also ich finde sie echt lustig. Ich liebe sie. Ja, dann hat sie eine goldene, oder ist es Gold? Nee, ist gelb. Eine gelbe Kette. Die hat hier keine Ahnung. Was soll das? Soll das überlappte Perlen? Ich weiß es nicht. Und dann nochmal so ein größerer Ring ist in der Mitte. Dann, ich habe vergessen, ihr Kleid zu machen. Das habe ich nämlich vorhin mal. Na gut, kann ich ja offen lassen, ist ja wurscht. Ja, dann hat sie hier unter dieser Jacke hat sie ein goldenes Kleid, das ist schwarz-gold mit Monden und Knochen und Sternen. Erinnert mich ein bisschen an Claudine 13 Wünsche. Die hat auch so ein fast ähnliches Muster. Und ich finde es total geil. Ich mache jetzt mal die Jacke zu. Moment. So, jetzt ist die Jacke
zu. Ja, also die ist rot, die Jacke. Und hat hier noch so eine schwarze Umrandung am Kragen. Zwei Knöpfe, zwei schwarze und mit Klettverschluss geht sie zu. Und ja, genau. Also sehr schön. Mein Freund meint, es ist ein Sekretärinnen-Look. Dann hat sie hier einen Armreif. Armreif. Ja, doch, passt. So mit Nieten. Hier an der Hand hat sie nichts. Sie hat richtig große Hände, finde ich. Also irgendwie sind die größer wie von Claudine oder von Howlin. Also ich finde die echt riesig. Dann hat sie hier dabei gehabt ein rotes Tablet, würde ich jetzt mal behaupten. Da steht oben RIP sogar drauf und mit ein paar App-Symbolen. Und ja. Ja, und schaut so aus von hinten mit dem Monster High, also mit Monster-High-Totenkopf und ein bisschen zerrissen. Und ja, hier ist immer das Monster High Logo vorne drauf. Und da oben steht RIP. Finde ich voll lustig. Ja, so stellen wir es wieder hin. So. Dann hat sie hier noch rote Strümpfe an, so Kniestrümpfe. Und ihre Schuhe sind auch gelb, so gelb-gold. So ein bisschen genoppt. Und haben hier noch so eine. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Und Knochen sind das. Okay. Also das hier sind Knochen. Und sie hat einen ganz normalen Absatz, also jetzt nichts irgendwie Großartiges. Ein ganz normaler Absatz. Und ja, mit so Nieten und ich denke mal, das sind sogar Nieten. Ja. Genau. Ja, das war Claudia. Ich liebe sie. Sie hatte dabei einen schwarzen Ständer. Diese spektakuläre schwarze Bürste. Dieses rote Buch. So. Steht auf schwarz, also mit schwarzer Schrift Monster High. Ist, denke ich mal, so wie ein Regisseurheft oder Drehbuch. Ich habe keine Ahnung. Richtig cool. Wie gesagt, dieses Tablet und diesen schwarzen Kuli. Also das ist nicht ein normaler Stift, sondern ist ein Kuli mit dem Monster High Totenkopf drauf. Richtig cool. Ja, und der ist hier unten ja auch dicker, deswegen ich denke mal schon, dass es ein Kuli ist. Ja, und dann hat sie hier noch ihr Heft. She Wants to Hi, Claudia Wolf. Noch was auf Englisch. Das ist die englische Version. Ja, und da steht wieder ganz, ganz viel, wer Englisch kann, kann sich es gerne durchlesen. Ich kann kein Englisch, deswegen lese ich es mir auch nicht durch. Genau. Ja. Ja, das war die Review zu Claudia Wolf. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken. Schreibt mir ruhig in die Kommis, welche Puppe ihr als nächstes wollt. Entweder Katrin the Muse Grandmaster oder Rebecca Steam Art Class. Ja, würde mich freuen, wenn ihr es drunter schreibt, damit ich ein bisschen was weiß. Ich denke mal, heute wird kein Review mehr folgen. Wenn, dann werde ich beide morgen machen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ja, kommentieren, abonnieren, liken. Und ich habe euch ganz, 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 ganz doll lieb. Und bis zum nächsten Video. Bye, bye.